vielleicht eh ein Klotz. Ja. Bleib ruhig, Taylor, der Mann will nicht von dir. Hör auf. Nicht ausziehen. Ruhig. Bei uns ist die Mutter verstorben. Ihr zeigt das Joalene am Hals. Wir beide haben Vater noch. Aber ohne ihn ging es besser, wa? Ja. Er ist Maurer. Wir haben alle unsere Gebrechen. Oh. Komm, setz da hin. Hey, kick mal, jetzt fahren wir. Übrigens, Friederike Busch ist mein werter Name. Hattest du dich denn wenigstens vorher angemeldet, Friederike? Rieke heißt sie. Mir mein Kind von der Bank schubsen, der Bande mach ich haftbar. Halt den Rand, Tilda, dir fehlt nichts. Von gern, alter Bank. Nicht mehr auf, Tilda. Wenn du dir da nicht wehrst, bist du glatt erschossen. Nach dein tiptop gestärkter Halsabschneider bist du komisch oder sowas. Passiert das nicht mehr. Wie oft werden das? Ich würde da nicht Nein sagen. Wenn ich denn erst selber auf Konfektion mache. Na, was soll ich sie denn nur sagen, die Frau Major? Komm. Danke. Bitte schön. Bitte. Was hat er denn gesagt? Nichts. Dass er die Kammer wieder will und das wäre nicht für lange. Nicht für lange? Hat er das gesagt? Tilda ist ja nicht von Vater. Und der hat Mutter sitzen lassen und sie ist wiedergekommen und da war sie schon in die Hoffnung. So, Tilda, gib Vater den Schnaps. Warte, ich muss den Schnaps haben. Hier. Danke. Alle geben? Ja, nur ist aber weiter. Komm, noch einen Löffel für Vater. So. Vati trinkt. Ja, Vati trinkt Schnaps. Komm. Oh. Nee, ich nur komm, ist weiter. Das mit die Mütze vom Kieso kann ich ihm aufklären. Wie heißt es? Schlimmer ist das andere. Ich musste es ihm einfach mal sagen. Nee, das musste es denn nicht. Wie die und kriegt so ja noch Geld für. Ihr Schalter müsste man Sinn und Fräulein sehen. Tschüss, mein Joltschatz. Hör auf zu klären. Ich komm ja wieder. Vater, hoffentlich hast du Glück. Du auch, Karl. Kind, was machst du denn da? Der Zucker rein. Der ganze Zucker? Der ganze halbe Pfund? Und der Grünkern? Und alles untergemischt in Rest von Würsing. Hast du sonst noch was drin? Nee. Nee, Gott sei Dank. Hättest du noch das Salz erwischt oder ein Muckefuck oder sowas? Das ist jetzt also der Fraß für heute und morgen. War was ganz anderes. Komm, mach mal. Eins, zwei, drei. Kind, das macht sich. Und das Erste, was ich nur richtig nähe, ist ein Wintermantel von dir, von Tante Berthas Kleid. Mach mal. Ich soll Ihnen ewig eine billige Kraft bleiben, ich und Vater. Ich dachte, 5 Taler der Woche vor dir, 2 vor Vater und 1 vor der Maschine. Das sind 24 Märker der Woche. Was hast du hier gemacht? Schön hast du das gemacht. Komm mal mit, jetzt bringen wir Vater zum Bügeln. Hier, nimm mal. Dankeschön. Dankeschön. Tilda, hör jetzt auf zu quengeln. Sonst wasch ich dir den Hals mit Seife. Ich tu's ja nicht, bloß mit dem feuchten Lappen, aber bloß wenn du augenblicklich stille bist und feste drückst. Und die Ruine von ihrem Mann wollte der Bromme sich zum Jatten nehmen. Mit Zucker. Zucker. Hast du Zucker? Zucker. Ah, hier, ist ein Zucker. So, nur drück aber schön. Zucker ist Gift vor der ersten Zähne.
Ja, ihr Schrei ist hilft für meine Ohren und die haben wir nötiger als Tildas Zähne. Wenn ich mir manchen Stuss auch lieber nicht anhören möchte. Das geht wieder auf mir. Wichtig ist, dass sie denkt. Möcht wissen, was? Das denkst du. Ist die Kleine schon gebadet? Nee. Du, ich hab ihr doch gestern extra den Hals hier schrubbt. Und die Füße. Sonntags wird sie gebadet, das war ausgemacht. Aber du weißt doch, dass sie schreit wie aufgespießt. Dann gewöhnt sie sich. So wie du dich an saubere Finger gewöhnt hast. Komm, Tilda, heute Sonntag. Beim ersten Pieper kriegst du da Haare geschnitten. Hm? Ah. Wo geht's denn so weit? Der Kuchen wäscht sich von alleine. Guck mal doch. So, ihr hat ja Gesicht. Ja, ich sehe es. Und bloß, wie der Karl wiederkommt. Was denn? Die wäscht sich allein? Vater, du bringst Tilda zu Bette. Ehre sei Jott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ihm wohlgefallen. Ich denke, das ist genug jetzt.